Alles klar, läuft doch. Ich finde das so schlecht, stelle ich mich für den Anfang gar nicht an. So, 3 Loks brauche ich noch. Und neue Stöcke, damit ich mir Pfeile machen kann. Ich hätte mir als nächstes vielleicht so einen Holzschlitten machen, damit ich die Holzloks schneller zu meinem Haus bringen kann. So, weg damit. Wo sind eigentlich die Knochen, die ich aufgesammelt hatte? Ich hatte auch noch einen verbrannt. Die Knochen wahrscheinlich gar nicht aufgesammelt. Die sind wahrscheinlich despawned jetzt, weil ich geschlafen habe. Mist. Erstmal wieder ein bisschen Musik hören. Das ist ein ziemlich guter Kassettenrekorder. Bei dem muss man ja nicht mal die Batterien wechseln, oder? Wahrscheinlich mit Solarladegerät. Das wird es sein. Oh, warte, habe ich denn hier schon ein bisschen Harz? Ja, 5 Stück, immerhin. So. Unterschlupf ist gefunden. Na, ein bisschen Essen stellt es wieder her. Oh, ich glaube aber, das nimmt Trinken weg, oder? Okay, so, Pfeile.
So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt habe ich auch ein paar schöne Pfeile. Vielleicht hätte ich die hier eher verbessern sollen für den Kampf. Steinaxt scheint mehr Schaden zu machen. Ist das Fleisch fertig? Will ich schon wieder was Verbranntes essen? Okay, immerhin die alten Pfeile kann ich mir wieder nehmen. Das will ich nicht. Ich habe nochmal ein paar Federn für neue Pfeile. Es ist jetzt mal Zeit, dass ich mir ein paar Hasen jage. Ich glaube nämlich, das Hasenfell kann man auch für einiges verwenden, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Erstmal der hier weg. Der Hase hat mich leider zu früh gesehen. Das ist aber auch scheiße. Hier so an dem Hügel sitzen. Okay, ein Hase für mich. Da kann ich dich doch nicht mehr sehen. Komm nur her. Puh, der hatte mich ein bisschen überrascht, der Kerl. Jetzt ist da natürlich noch ein Hase. Aber gut, Knochen für mich, für meine Rüstung. Das ist schon mal wichtig. Pfeile. Hm.
Na komm, ich verstärke die einfach nochmal. Na los, Verbrenner. Noch mal schön was essen. Oh, immer her damit. Hier tatsächlich 6 Knochen. Was kann ich aus Hasenfell machen? Beutel, Köcher, kleiner Steinbeutel. Hasenfeldstiefel, Stockbeutel, Wärmeanzug. Wärmeanzug brauche ich jetzt vielleicht eher nicht. Was mit Beutel gemeint? Ich brauche eh für alles mehr Hasenfelle als nur einen. Das macht ja nichts. Gehen wir noch ein bisschen nach auf Hasenjagd. Auch so weit wegzulaufen. Das war der zweite Hase. Ich brauche mehr. Vor allem Stockbeutel würde ich gerne machen. Dazu baue ich nur ein Hasenfell. Okay, ein Hasenfell, 3 Stoff, 2 Seile. Ich habe keine Seile mehr, richtig? Ja, das ist ein bisschen doof. Oh. Der Baum hat seine besten Tage hinter sich. Ja gut, ich würde sagen, wenn... Wenn ich noch Seile brauche, dann ist der beste Ort danach zu suchen, glaube ich, ein Einwohnerdorf, richtig? Wir schiffern 3 Stück, ich weiß aber nicht, ob die respawnen. Und bevor ich umsonst dahin laufe, sehe ich mich lieber erstmal woanders um und entdecke dabei noch ein bisschen von der Karte und kann dann noch ein paar interessante Orte markieren, falls ich da noch was finde. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Was sind das, Enten? Das ist für mich aber auch neu in dem Spiel, muss ich sagen. Aber cool. Oh, noch ein paar Blätter gesammelt.
kenne die Karte leider nicht so sehr. Ich denke, die, die von vornherein Forest immer gespielt haben, die werden die Karte wahrscheinlich in- und auswendig mittlerweile kennen. Die, die wahrscheinlich jetzt schon über 200 Folgen oder so haben von den Let's Playern. Oder die, die 100 Stunden schon in das Spiel rein investiert haben. Die das schon seit der Early Access verfolgen. Ich darf es nicht aus den Augen verlieren. Ich will das Reh haben. Das kann nicht wahr sein. Was ist das? Jo, das ist es. Aus dem Rehfell kann man bestimmt auch einiges machen. Und außerdem gibt das eine Menge Fleisch. Es hat einige Pfeile gekostet. Und ich bin seltsamerweise wieder an meinem Flugzeug angekommen. Kann nicht schaden. Okay, kann doch schaden. Regel Nummer 1, wenn man in einer unbekannten Natur ist, erstmal Pilze vom Boden essen, um zu wissen. Oh, die Passagierliste. Weil wir hier anscheinend Passagiere von unserem Schiff gefunden haben. Unser Schiff, klar. Unser Flugzeug. So sage ich immer Schiff. Fledermäuse oder was? Ich glaube, ich will mir das mal anschauen hier. Warte mal kurz. Das war laut. Das sieht nicht gut aus. Machst du das bitte mal wieder an? Yo. Sehr nice. Ist mir runtergefallen. Dafür muss ich schwimmen. Dunkel hier.
Ist es eigentlich eine gute Idee, sich früh während des Spiels schon in solchen Höhlen herumzutreiben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, was ich hier mache, ist gerade das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ich hoffe mal, das brennt heller und länger als die Axt. Wieso habe ich denn so das Gefühl, dass ich mich hier in den sicheren Tod bewege? Ist das bloß Einbildung oder kann das tatsächlich sein? Der Dude hier gefällt mir überhaupt nicht. Die Fackel hat nicht wirklich viel länger gebrannt. Ich glaube. Ich glaube, diese Geräusche gefallen mir überhaupt nicht. Irgendwas Böses, oder? Sehr böse. Was bist du denn? Kommt er nicht durch, oder? Verrecke! Geh drauf! Alter, macht der Schaden! Wo geht's hier raus? Ich hab die Orientierung verloren. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Geh drauf. Jawohl. Na? Gefällt dir das, du Sack? Ich hab euren König gekillt. Was wollt ihr jetzt, hä?
Na, jetzt hat sie überhaupt nicht mehr so stark. Was? Wozu habe ich das jetzt gemacht? Ah! Ich bin gerade auf einem Killing Spree. So stark. Die war stärker als ich dachte. Ich hatte große Blatt gemacht und bin an einem kleinen verreckt. Ist das jetzt wirklich wahr? Moment, ich bin noch nicht tot. Bin ich jetzt gelandet? Oh. Eine Karte habe ich jetzt auch, okay. Also jetzt werden gleich erstmal ein paar abgefackelt hier. Sieht echt fast gar nichts hier. Na komm schon, wer will abgefackelt werden? Reicht dir das? Dachte ich mir. Das sind Finger, oder? Ich habe jetzt ernsthaft keinen Schimmer mehr, wo ich gerade bin. Okay, das... ist nicht so gut. They survived one. Das war... irgendwie doof.
Ich glaube, das war keine gute Idee, in die Höhle zu gehen am Anfang. Vielleicht hätte ich noch nicht in die Höhle gehen sollen. Okay. Das war jetzt die zweite Folge oder die dritte Folge von The Forest. Ich weiß es nicht, wie viele Cuts gemacht wurden. Na gut, für den Anfang reicht's. Ich habe ein bisschen was geschafft. Der Anfang lief ganz gut, dann bin ich in die Höhle gegangen und das war beschissen. Wenn euch die Folgen gefallen haben, dann bitte in die Kommentare schreiben, dann werde ich das nochmal versuchen. Und diesmal werde ich versuchen, mich ein bisschen schlauer anzustellen. Vielleicht das nächste Mal dann auch im Koop oder so. Mal schauen. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, dann weiß ich, ist gut angekommen, dann werde ich auf jeden Fall mehr davon machen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.